Ziemlich verwahrloster Engel saß neben mir im Bus. Und ich hab mich gefragt, warum der gerade neben mir sitzen muss. Seine Flügel rochen muffig wie verschimmeltes Gras. Regentropfen perlten davon ab und der Sitz war schon ganz nass. Sein Handy klingelte ständig, doch er ging niemals ran. Ich dachte, das ist nicht richtig. Vielleicht ruft Gott ihn gerade an. Dann haute er mir beim Umdrehen einen Flügel ins Gesicht. Von meiner Federnallergie wusste er natürlich nichts. Ich nieste wie besessen, die Augen tränten mir. Der Engel trank in Ruhe eine Flasche billiges Bier. Dann machte er es sich gemütlich. Er zog sogar die Schuhe aus. Ich dachte, wahrscheinlich schmeißt der Fahrer den Engel bald raus. Doch nichts geschah und wir fuhren ganz leise durch die Nacht. Ich muss geschlafen haben, dann bin ich aufgewacht. Der Engel war verschwunden, er war ganz einfach weg. Nichts ist von ihm geblieben, nur auf dem Sitz ein nasser Fleck. Stück. Ich schaute nach dem Engel, doch er kam nicht zurück. Ein ziemlich verwahrloster Engel geht mir nicht aus dem Sinn. Woher ist er gekommen und wo fuhr er hin?